Den Tag draußen im Freien genießen und gleichzeitig im Homeoffice arbeiten, das ist auf dem Campingplatz in Wolfratshausen möglich. Bis der reguläre Betrieb wieder beginnt, stehen hier 6 Mietpavillons als Campoffice zur Verfügung. Unsere Mietzelte, die haben wir jetzt kurzerhand umfunktioniert und haben jetzt da Office-Zelte draus gebastelt, weil wir uns gedacht haben, das könnte vielleicht eine nette Alternative sein, jedem, dem die Decke auf den Kopf fällt zu Hause mit seinem Homeoffice, der die Familie und die Kinder organisieren muss. Der kann sich doch mal einen Tag im Grünen gönnen, kann mal mit seinem Laptop hierher radeln. Auch der Campingplatz in Wolfratshausen muss seit Wochen geschlossen bleiben. Sämtliche Einnahmen fallen weg. Die Alternative? Die Office-Pavillons sind ab sofort von 8 Uhr morgens bis 19 Uhr buchbar. Außerdem ist es ja auch schön, wenn ein paar Einheimische auch mal in den Genuss kommen, auf dem schönen Campingplatz hier sein zu dürfen. Ja, man fährt ja normalerweise eher nicht nach Wolfratshausen zum Campen, wenn man jetzt aus München kommt. Vereinzelt ja, aber dann kommen halt mal die Einheimischen her. Ist doch auch schön. Auch auf dem Campingplatz gelten Abstands- und Hygieneregeln. Michael Kramer hat dafür ein umfassendes Konzept erstellt. Ist auch keine Frage, dass wir natürlich beim ersten Check-in hier uns die Zeit nehmen und unser Konzept dann hier auch vorstellen und einfach eine Platzführung machen. Die Toiletten, die dürfen benutzt werden. Da ist natürlich Maskenpflicht, ist natürlich Pflicht, sich die Hände zu desinfizieren. Also all die ganz normalen Regeln, die jetzt momentan ja eigentlich schon jeder kennt. Alles, was hier an Equipment im Zelt zur Verfügung steht, wird von uns am Abend gereinigt und desinfiziert, sodass das am nächsten Tag auch wieder benutzbar ist. WLAN gibt es hier natürlich auch, damit gleichzeitig entspannt und auch gearbeitet werden kann. Es ist eine kleine Herdplatte mit drin, die man benutzen kann. Kann man sich seinen Kaffee kochen, kann sich vielleicht sein mitgebrachtes Essen heiß machen. Wir haben auf jeden Fall den Grillplatz hergerichtet, normalerweise für die Zeltwiese. Und der ist jetzt auch zur Verfügung. Da steht ein schöner Gasgrill. Da ist Geschirr da ohne Ende, da ist Besteck da ohne Ende. Also wir verfügen über die Gastrospülmaschinen und bieten das als Service natürlich mit an, dass wir dann am Abend, wenn wir die Pavillons wieder aufräumen und desinfizieren für den nächsten Tag herrichten, dass wir dann auch nach den HACCP-Vorschriften das Geschirr dann spülen. Der reguläre Campingbetrieb beginnt hier in Wolfratshausen erst nach Pfingsten. Bis dahin gibt es aber zumindest schon mal Urlaub vom Homeoffice.